Frau soll sich nicht verhüllen, das ist nein, so geil. Nein, ich sag nur, wenn je weniger man Frau sieht, desto geiler. Nein. Du machst ja immer extra dein Mikrofon auf Flugmodus, ne, wenn wir, ach, dein Mikrofon, geht gut los, ich habe mein Gehirn verloren, hallo Leute. Nee, nicht Flugmodus, aber ich mache meinen Ton zumindest aus. Oh, gut. Ich brauche Datenvolumen für meine Facebook-Notizen, die ich hier habe. Deine Facebook ist dein... Ist so, ist jetzt geworden, okay. Ja. Nicht mein Notizbuch, das war mir alles auch zu oldschool. Ja. Aber jetzt bin ich bei Facebook angekommen. Das und ist echt so hart, ich bin echt gespannt, ob du die letzte Person bist, die Facebook nutzt irgendwann. Voll gerne, ich mag die Plattform. Ja, ich mag die Zuhörer. Hallo. Ich habe voll gute Laune. Weißt du, was ich heute zum Frühstück hatte? Nee. Lasagne. Ein Clown. Nee, nicht ganz. Aber Lasagne. Lasagne. Eine vegane Lasagne. Ich bin heute wach gemacht worden von Mio und er meinte, sag mal, hast du auch Bock auf Lasagne? Sag ich, heute Abend? Nee, jetzt. Ich, ja. Mhm. Habe ich dann nochmal hingelegt, habe nochmal eine Stunde geschlafen, dann war die Lasagne fertig, als ich aufgestanden bin. Er hat eine geile vegane Lasagne, ey, mit richtig geilem Käse drin und Sojakranulat und übelst geil. Das ist das dann wie bei Scheuermilch, darf man veganen Käse Käse nennen oder wie ist das? Noch, also noch in Deutschland noch, ja. Okay. Aber in Frankreich nicht. Und wir sind unser erster Gast für heute. Hi. Ja, das ist sehr gut. Ja. Aber deswegen hast du gute Laune, ja? Ein bisschen. Mehr braucht's nicht, einfach nur eine Lasagne. Ein geiles Frühstück, ja. Achso, gut. Und hier riecht es nach Pizza. Hattest du eine Pizza? Ich hatte eine Pizza, aber es riecht vielleicht auch nach Knoblauch. Ich glaube, auf dieser Spaghetti-Pizza oder Nudelpizza ist auch Knoblauch drauf. Also, habe ich jetzt Richtung Mikrofon gemacht. Die will ich nicht mehr essen, weil da Käse drauf ist. Aber die war so geil. Ja, ja, ja. Hallo Leute, ja. Na, schön, dass ihr da seid. Was für ein Warm-Opener heute. Aber richtig warm. Also die Pizza ist wirklich ganz frisch in mich eingepflegt, so wie ihr euch ganz frisch den Podcast gerade einpflegt. Es ist ein Vergnügen sondergleichen, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet. Wir sind Toni und Roni. Ribon hätte ich gedacht. Ach so, wegen, okay. Ja, haha. Oder rückwärts Onit und Nibor. Wir haben ja da eine Person unter unseren Podcasts immer in den Kommentaren, die sehr, sehr wilde Namen auch sich immer überlegt. Ja, true. Sehr, sehr schön. Liebe Grüße, ich freue mich immer darauf, wenn das kommt. Okay, heute ist also eine schöne Ausgabe, ist die Ausgabe der Horror-Stream-Geschichten, der Horror-Remaster-Geschichten. Wir haben Comebacks, wir haben Rücktritte, wir haben alles die Woche erlebt. Ja, also das Wichtigste natürlich zuerst. Ja. Peter Fox hat ein neues Lied. Das meine ich. Ja, Peter Fox, das Comeback. Mir ist es egal, aber ich wusste, dass Leute sich übelst darüber freuen. Ey, das ist doch der, auf den man gewartet hat, weißt du? Es kommen irgendwie Onkels zurück, interessiert keine Sau oder Freiwild. Ich wette, die Onkels spielen größere Hallen als egal. Ich will die auch nicht immer verteidigen, aber. Weil es ja keine Faschos gibt, Alter. Die haben halt einfach ein paar Banger-Songs. Und Peter Fox hat nicht so viele Banger-Songs. Der hat nämlich nur ein Album gemacht. Aber voller Banger-Songs, ohne Spaß. Als es erst hieß damals, dass der Seed-Sänger, also einer der Seed-Sänger, ein Solo-Album plant, dachte ich mir, braucht's das? Weil das Seed ja schon so geil ist. Aber dann hat er abgeliefert, das Album, wie heißt es? Was mit Affen? Stadtaffe, glaube ich, hieß das. Ich glaube schon, ja. Richtig abgeliefert. Jeder Song ist echt ein Hit, ist ein Banger. Ich habe das so gefeiert. Mhm. Danach hat er sich zurückgezogen, weil ihm der Erfolg zu groß war und so. Und vielleicht ist ihm der Erfolg mit Seed jetzt zu wenig. Ja, seit dieser eine Sänger da gestorben ist. Ja, true. Ist der Erfolg ausgeblieben, dann muss ich jetzt doch wieder solo. Ist so, vielleicht, ist so. Und jetzt kommt er halt zurück mit einem pinken Album. Und ich freue mich voll drauf. Ja, Zukunft Pink, ich habe mir das angehört. Es ist nicht meins, aber es ist auch... Ich habe es noch nicht gehört. Weiß ach, nicht. Du hast, ich freue mich übelst drauf, ich habe es noch nicht gehört, aber... Ja, ich dachte, es kommt erst noch raus, aber ich habe mich da... Ich bin ja mal gespannt, ob er in die Charts einsieht. Hä? Ich denke schon. Man sieht es ja noch nicht. Ich meine, auf ihn hat man echt gewartet. So, wann ist denn das erschienen, Stadtaffe? 2008 oder so? Ja, aber haben Leute wirklich gewartet oder sind die einfach davon ausgegangen, da kommt nichts mehr? Alle haben drauf gewartet, doch es ist so, weil das Album so krass war. Dann ja, aber also was guck mal, also hier dieses alles neu würde ich noch so mit einer 6 bis 7 von 10, also das ist schon ganz cool mit diesem Orchestralen und so, aber es ist für mich auch so ein bisschen stressig irgendwie. Haus am See,
Haus am See habe ich gerade nicht so im Kopf. Das ist, glaube ich, dieses, Oder was so ein wenn bisschen du wie so der ein zäher, Schwarze ja, bist, das ist Haus so, am das See. zieht sich so Ja. zäh dahin. Und dann gibt es noch dieses Schwarz zu Blau, was ich kenne, und Ja. das ist auch nicht meins. Das Das ist ist richtig irgendwie. geil. Ohne Nee. Spaß. Nachts durch Berlin laufen, diesen Song auf den Kopfhörern, ist echt der Banger. Auch Stadtaffe selber, der Song war richtig geil. Schüttel deinen Speck ist ein Party-Hit, Ah, den der kenne auf ich, allen ja. Partys läuft. Aber der war, glaube ich, auch so ein bisschen stressig für mich einfach. Handy, alle, so ein bisschen irgendwie, so fühlen die sich für mich so ein bisschen an, weißt Ja, du? Und nicht, aber er ist ja auch das ist nicht halt geiler. gerade, er ist auch nicht gerade der beste Sänger, muss man sagen, ja. Aber er selbst mal gesagt, dass er einen Song so schreibt, dass er auch irgendwie einigermaßen singen kann. Und dann gab es noch Der das. wollte ja ursprünglich diese ganzen Instrumentale von dem Album, sollte ja irgendwie ein anderer eigentlich drauf singen. Der hatte dann aber irgendwie mit Charles Barkley, nee, Niles Dings Das wusste ich irgendwas. nicht, na, Der hatte da so ja. einen Erfolg und deswegen ist der abgesprungen. Und dann musste er es selber machen. Also das Album war gar nicht so geplant. Auch Zucker war geil, Lok auf zwei Beinen, Kenne ich das alles zweite nicht. Kopf verloren. Also alles geile Songs. Also, es sind 12 geile Songs, noch zwei Instrumentals auf dem Premium-Dings. Also einfach geil und ich bin auf einen neuen Song sehr gespannt. Ich habe noch nicht gehört, aber vielleicht packe ich ihn auch auf die Ich Playlist wollte gerade heute. sagen, ich ahne, was Mal heute in sehen. der Playlist für Schindluder getrieben Oder wird. auch einen alten Song von ihm, mal sehen. Keine Ja. Ahnung. Aber das ist das Comeback der Woche, muss ich sagen. Robin, wenn es für dich jemanden gäbe, der keine Musik macht, der auch noch lebt, wer soll deiner Meinung nach ein Comeback feiern? Ja, ganz klar Musikalisch. Boris Johnson. Ja, ich meine musikalisch. Okay, dann kommen wir. Warte mal, wer der keine Musik Der macht? gerade keine Musik Ach, macht, der der gerade gerade. keine Musik macht. Na, ein neues Fahren Urlaub Album fände ich schon gut, aber er macht ja Oh gerade ja. Musik. Ja. Ja, also dann zweifellos soll Meg White sich mal nicht einscheißen mit ihrer Bühnenphobie und Jack White sollen sich mal zu den White Stripes wieder zusammenfinden. Aber der macht halt eigentlich auch gerade aktiv als Solokünstler Musik, deswegen ist es echt schwer. Ich habe gerade keinen im Kopf, der so komplett raus ist, der unbedingt wieder da sein muss. Lanzer vielleicht. Ja, unbedingt. Und hier, weißt du, Kalaschnikow-Kommando, wie sie alle heißen, keine Ahnung. Ja. Kinderzimmer-Terroristen und so die ganzen Ja, da tollen wird echt Dudes. mal. Warum kommt da kein neuer Content? Ist doch so viel Stoff in der Welt gerade, den man mal Ja. verarbeiten kann in deutschem Liedgut. Ich meine, die Rechten, die siegen ja wieder jetzt in den Parlamenten, wieso nicht auch in den Charts? Außer Liz Truss, ja, die arme Träne, die ist nach. Die hat die kürzeste Amtszeit der Premierministerinnen Englands, aber hat gleichzeitig zwei Kronmenschen erlebt, also Kron, Morbus Kron. Staatsoberhäupter erlebt, Ach so. also die Queen und Prinz Charles. Das wäre witzig, wenn ein Royal, also wenn Charles jetzt an Morbus Kron stirbt, Witzig. ja, Kronfolge sagt man doch auch, Morbus und sein Kronfolge, Sohn ja. hat das dann auch, und dann ist das nicht eine Thronfolge, sondern eine Kronfolge. Ja, Liz Truss ist weg. Ich habe es noch nicht ganz durchstiegen. Ich habe mich dafür nicht so interessiert die Woche. Aber was ist denn passiert, Robin? Warum ist sie denn abgetreten? Ach, die hat wohl unter Stress gelitten oder so und war eh nicht beliebt, war ja noch unbeliebter als Boris Johnson, der sich ja jetzt direkt wieder gemeldet hat. Ey, ich stehe Shit. wieder zur Debatte. Mad Eye würde sich freuen, weil Boris Johnson für ihn der Meme-König ist. Aber darüber hinaus hat die Welt, glaube ich, genug von diesem, wie heißt er? Von Pfeifel aus Lönneberger. Ja, Du wisst ja, ich meine, voll. Alfred Mi oder so. Michael, oder? Nee, Alfred, der Michel? Freund von Michel, das ist für mich der da. Ich dachte, das ist Michel selber, weil er auch so verstreute blonde Auch Haare ja. hatte. Egal. Und das Witzige ist ja, dass Liz Truss exakt 45 Tage im Amt war und das ist genau die Zeit, die es braucht, um diesen, es ist keine direkte Pension, sondern so diesen Benefit zu kriegen, Ja, so ein wenn. Ehrensold heißt das. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach. Also sie kriegt nicht das einfach ausgeschüttet. Sie kriegt halt Dinge Ein Unehrensold. bezahlt, die sie jetzt braucht. Oder also wenn sie jetzt irgendwelche Ausgaben hat, kriegt sie das halt bezahlt. Ach, jetzt. Ausgaben im Sinne von, ich war mal Premierminister, ich habe jetzt irgendwie noch eine Konferenz oder was weiß ich. Keine Ahnung. Das kriegt sie halt bezahlt. Sie kriegt jetzt nicht diese 115.000 Pfund, waren es, glaube ich. Im Und Monat? Nee, im Jahr, oder? im Jahr. Aber sie kriegt die halt, wie gesagt, nicht ausgezahlt, sondern das ist das Maximum an dem, was sie quasi erstattet bekommt, wenn sie irgendwelche Kosten hat. Aber es ist halt genau an diesem Tag passiert, wo dieser Bonus reinkickt. So. Oh, so ein Das Zufall. ist schon interessant, ja. Ja, wie so ehemalige Bundeskanzlerin, die kriegen ja auch noch ein Büro und Mitarbeiterinnen gestellt und so.
und ein gewisses Gehalt. Und hast du gewusst, dass ehemalige Bundestagsabgeordnete dürfen auch noch ihr Leben lang in den Bundestag reingehen, kriegen so ein Kärtchen und dürfen da einen ausgehen. Na, die dürfen die Gangbang-Partys da ja nicht verpassen. Aber krass, oder? Du bist einmal gewählt worden, trittst vielleicht auch zurück nach einem Tag und darfst dann dein Leben lang im Bundestag rein und raus, genau in die Büros und so, also in die Büroräume. Das ist schon interessant. Darfst du da machen, was du willst, weil dann sehe ich da schon wieder ein geiles Konzept, wenn wir das einfach alle uns einmal, wir sagen auch, ey, wir wollen nur einen Tag gewählt werden, dann treten wir ab und kriegt der, den ihr sonst wollt, kriegt das Amt oder sowas, machen wir schon. Und dann haben wir so eine Gruppe von 200 Leuten, die halt alle mal im Bundestag waren für einen Tag. Und dann treffen wir uns da immer in irgendeiner Besenkammer und feiern jeden Tag. Das geht, ich wollte gerade sagen, im Parlament darfst du dich nicht vergnügen, aber prinzipiell ja, das funktioniert, ne? Ja. Geil, dann lass es doch mal machen. Also. Ich versuche seit Jahren irgendwie in die Politik zu kommen, ja, mich irgendwo reinwählen zu lassen, dann abzutreten, um das Geld zu kassieren. Schwierig. Dumm. Dann muss es vielleicht doch das bedingungslose Grundeinkommen sein. Das Bürgergeld. Na, da bin ich noch nicht überzeugt. Wie heißt es jetzt? Noch. Heißt es Bürgergeld, was Sie jetzt einführen wollen? Ja. Vegane Bürgergeld. Warum nicht Bürgerinnengeld, liebe Leute? Kriegen das nur Männer? Och, nein. Tino, pass mal auf. Mein Video der Woche will ich kurz mal ansprechen, bevor wir zum Thema der Woche wahrscheinlich kommen. Ich weiß nicht, das war an dir wahrscheinlich komplett vorbeigegangen. Wahrscheinlich. Amorant. Wieder irgendeine Streamerin, die sich den Arsch gebrochen hat. So ähnlich. Beim Yoga oder so. So ähnlich. Ihr Mann hat ihr den Arsch gebrochen. So ein bisschen. Oh. Aber vorher mein Video der Woche. Und zwar der pakistanische Finanzminister. Ne? Also der Christian Lindner aus Pakistan kommt nach Amerika. Ich glaube, es war der Flughafen von New York. Und wird dort von einer Person irgendwie von der Seite so angemacht, so, ey, hier, du brauchst hier gar nicht blicken, da irgendwie sowas, ja. Du Finanzminister. Und in Pakistan redet man halt auch so ähnlich, wie ich das immer so ein bisschen nachmache in meinen Streams, natürlich völlig vorurteilsfrei. So ein Akzent meinst du, oder? Genau, weil mir ist egal, ob Inder, von denen es ganz viele gibt, oder unsere Nachbarn Schweizer oder Italiener, ja, wer diesen Akzent macht, ist mir egal, ich finde ihn halt einfach witzig. Und dann kommt dieser pakistanische Finanzminister und rastet von 0 auf 100 übelst aus. What the fuck are you talking about? Hey, I don't fucking care, get the fuck over me. I fuck you right here, I fuck you right here. Es ist so gut, Alter. Auf offener Straße einfach Vögeln, finde ich aber nicht okay. Ich weiß auch nicht, was er damit ausdrücken will. I fuck you right here. Aber er war sehr, sehr ungehalten. offensichtlich. Auch seine Pheromone haben da mitgespielt. Also große Empfehlung, pakistanischer Finanzminister in New York, irgendwie sowas findet ihr schon. Klingt lustig. Ja. Der Ausraster der Woche. I fuck you right here. Doch. Wer bald auch gefickt wird, sind die Menschen, die Netflix-Accounts sich scheren. Ah, stimmt, da ist ja. Aber diese Nachricht, ohne Spaß, Leute, die hier gerade zuhören, ne? Genau, klärt mich mal auf, das höre ich seit 2 Jahren. Immer und immer wieder. Ja, aber es gibt immer wieder so Schübe von, es ist auch durchgesetzt wird und AGB werden geändert und so weiter. Und also ich merke noch keinen Unterschied und ich habe noch keinen Cent für Netflix bezahlt. Ja, und sie stoppen das wohl jetzt irgendwie Anfang 23. Es soll wohl jetzt relativ feststehen. Und ich meine, bei mir ist es so, ich zahl's und hab halt so ein paar Schnorrerinnen bei mir drin. Mir ist es also wurscht. So, also die können, also das heißt Schnorrerinnen, wir tauschen uns eben aus, ne? Also ich benutze von einer Person Disney Plus und von einem benutze ich Pornhub Premium und so. Und dafür dürfen die bei mir Netflix gucken. Das ist halt voll okay. Aber ist doch kacke. Also die haben früher noch damit geworben, dass gute Freunde sich ihren Netflix-Account scheren. Jetzt machen die es einfach nicht. Und ich würde gerne wissen, wie die das umsetzen wollen. Ja, darfst halt nur auf einem Gerät oder 2 Geräten oder so haben. Dann geht's halt nicht mehr, dass du so... Aber das ist auch Quatsch. Du kannst halt auch selber einen Account haben und du hast 2 Wohnsitze oder was und dann ist auch kacke. Naja, oder du hast halt irgendwie in einem Haus 3 Tablets, einen Fernseher, eine Playstation und so und dann hast du ja auch schon 4, 5 Accounts. Keine Ahnung, wie gesagt, ich höre das seit 2 Jahren mindestens und ist nichts passiert und ich weiß nicht, die sind halt gerade in der Krise. Die haben ja jetzt auch, oder wollen ein neues Tier einführen, irgendwie ein bisschen billiger, wo dann Werbung läuft. Ein Hasen? Ein Hasen, genau. Die wollen uns einen echten Hasen zeigen. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Danke, Netflix. Nee, die wollen ein neues Abo-Modell machen. Also einfach noch eine Stufe billiger quasi, wo dann aber Werbung läuft, und zwar auch in den Folgen. Das ist dumm.
Natürlich ist es dumm, aber die sind halt wirklich, Fernsehen ist scheiße, Fernsehen ist so scheiße, und dann sind einmal rumgecirkelt und sind genau da angekommen, was sie halt scheiße fanden Leute, ab quasi. sofort Netflix linear, ihr Ja. bestimmt, was läuft, es kommt Werbung und ihr müsst dafür bezahlen. Ja. Deswegen, ich glaube, die sind ein bisschen in der Krise. Ich weiß nicht, ob die wirklich so Minus machen, aber Kann ich mir die auch nicht Zahlen gehen auf jeden vorstellen. Fall zurück. Und die Leute packen wieder ihre Augenklappen aus und ihre Holzbeine und setzen sich einen Vogel auf die Schulter und surfen dann bei G Netzkino rein. Nee, warte, Ja, aber das sind ja auch selber Schuld, Kino.to. Netflix, ne, wenn die solche Maßnahmen ergreifen. Ich denke, das kam erst dadurch, weil die halt das so einschränken wollen, weil die noch mehr Geld haben wollten. Wenn die es so gelassen hätten mit Sharing-Accounts, da wären weniger Leute wieder zu irgendwelchen Kinox.io-Sachen gewechselt. Tja, Oder so. keine Ahnung, also ich wüsste auch gar nicht, ob ich Netflix so krass vermissen würde, wenn ich jetzt nicht diesen Zeckenzugang hätte hier, ja. Ist das nicht die Eingangstür von der Gerberstraße auch? Die Zeckentür, genau. Der Aber das, aber das, Zeckenzugang. aber das ist gerade zugeschweißt. Echt, ja? Ja, schon seit Jahren ist sie zugeschweißt. Welche? Aber nur Die eine Seite. Vordertür, genau. Die ist Echt? zugeschweißt, genau. Die ganz links quasi. Genau. Alter, ich war da ewig nicht drin, warum ist sie zugeschweißt? Aus Gründen frage ich nicht, was da los war. Aber man kommt in dieses Gebäude noch Man rein? kommt rein. Okay. Aber ich sag nicht, wie. Da hinten Aber es geht wahrscheinlich. ganz einfach. Okay. Relativ Aber die einfach. Bar ist nicht zugeschweißt quasi. Es gibt keine Bar. Ja. Du meinst die Wunderbar? Ja. Ja. Die ist offen. Die. Die ist offen. Okay, gut. Ja, Bleibt. die Gerberstraße übrigens Es sind ja auch so. getrennte Häuser. Also man kann kurz Okay. erzählen, es sind halt zwei besetzte Häuser gewesen, ehemalige. Und das linke ist halt ein Jugendzentrum, inzwischen legalisiert. Das rechte Gebäude, also nur. Genau, das links, da sind die ganzen Punks, und das rechte, da sind die ganzen Nazis, Also und die wohnen da nebeneinander und winken immer schön. das rechts gelegene Haus ist halt eine Wohngemeinschaft, das ist geduldet von der Stadt auch ein Verein, Gerberstraße 3 Verein, und die machen halt so Konzerte, Barabende und so weiter. Eine Wohngemeinschaft, kann ich da auch einfach einziehen und Geld sparen oder was? Einfach nicht. Naja, nur die zahlen ja auch, also machen ja auch so ihr eigenes Ding, so finanzieren sich irgendwie selber und so, und das Ja, ist aber zahlen halt. die Miete, wenn das ein besetztes Haus ist? Dann müssen sie auch instand halten. Ich glaube, da ist Ja, auch andere instandhalten ist Probleme. ja nicht. Ja, gut, weiß ich nicht. Ist Ich vielleicht trotzdem kann dir billiger als Connections nicht. geben, weil ich weiß, es ist noch was Nee. frei. Geht, danke. Aber der Volkslehrer, der war ja mal ganz groß. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Das war auch so ein rechter. So Auch ein. ein Rechter wie die Gerber-Leute, meinst Genau. du? Nee, der stand halt vor der Gerber und hat gesagt, irgendwas hat er gesagt. Da wohnt die Bildungselite Weimars drin oder irgendwie sowas. Da haben viele studiert von den Leuten oder haben Abitur. Also ich weiß nicht, das ist immer so ein Vorurteil. Ja, aber sind die auch Lehrer fürs Volk? Also bitte. Das stimmt, das sind sie nicht. Ja, was wollten wir eigentlich? Ach Die so, Gerber. aber auch YouTube Premium, weißt du, ist so eine Ja. Geschichte. Ich meine, man kann es ja auf dem Computer umgehen so ein bisschen. Da gibt es ja so, offenbar habe ich gelesen, Add-ons, da kann man Werbung überspringen, was ich nicht machen würde. Aber ich schaue ja viel YouTube auch auf meinem Fernseher, ja, auf meinem hier, da ist halt so eine App drauf. Und dann muss ich echt ständig, wenn ich so Let's Plays mir angucke, wie gerade sehr aktuell den Debitor, schaue ich mir gerade sehr viel an. Echt, ja? Du bist ein Tatsächlich. Let's Play-Schauer. Bin ich jetzt geworden, ja. Der spielt halt Cities Skylines. Ach so, okay. Und da habe ich mir viele Tipps geholt. Und echt ständig so ein Werbeblock irgendwie. Das ist anstrengend. Und ich habe echt fast überlegt, mir YouTube Premium zu kaufen. Aber nur, ich bin ganz knapp davor, weil zwei Werbespots je 15 Sekunden. Nee, die haben so aggressiv Werbung für YouTube Premium gemacht, das sehe ich nicht ein. Da sage ich erst recht, nee, ohne mich. Aber Die machen nicht mal Werbung dafür, Jonas die hat machen ja das. Werbung für alles. Kannst mal, was? Ja, ist richtig, aber also YouTube Premium, da kommt immer so ein Pop-up, willst du nicht mal einen Monat versuchen? Und dann denk ich mir, fick dich. I fuck you right here. Oder halt nicht. ja, also nein, ohne mich. Aber du kannst mal gucken, ob es YouTube Advanced auch für, also Smart TV oder was ist das? Du hast die YouTube-App auf dem TV schon so drauf oder was? Genau. Weil es gibt fürs Handy YouTube Advanced, quasi Advanced ohne Ad, weil da keine Ads drin Ah, sind. witzig. Und ich glaube, das gibt's noch. Will ich mir nicht Irgendwas holen, war das da ist ja, mal. das macht man Okay. ja nicht. Das ist ja. Achso, ne, okay. Aber danke, Robert. Ja, gut. Aber wo wir gerade von Spielen reden, ich weiß, wir kommen gleich zu Amarant und die ganze Scheiße, die Woche passiert ist mit Pipi Kaka und Amarant machst du coole dann. Sache. Genau, ich rante dann richtig ab. Nö, eigentlich nicht. Aber wo wir gerade davon reden, ich habe nämlich ein Spiel jetzt schon, ich würde sagen, so 20 Stunden habe ich bestimmt schon reingesteckt.
bei dem ich dann gesehen habe, dass du auch eine Stunde lang gespielt hast. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Sombold? Ja. Ja. Woher weißt du das? Weil es, ich habe auf Steam nur 3 Spiele. Ach so. Das ist Project Sombold, City Skylines und noch irgendeins. Was mir Vince mal geholt hat. Aber ich habe das echt nur mit Vincent gespielt zusammen. Aber eine Stunde und dann hast du gemerkt, ist nicht es ist nicht meins. Meinten noch so, ja, das ist wie Sims ungefähr. Es ist halt wirklich, das habe ich halt vor, ich habe das vorher gesehen, dachte so, ja, ist halt ein Zombie-Spiel so. Und dann, je mehr man spielt, desto mehr wird es irgendwie zu Sims, weil gerade wenn du ein paar mehr Stunden drin bist, oh ja, jetzt organisiere ich erstmal eine Stunde lang schön meine Waffen in die Kiste und mein Essen in den Schrank rein. Alter. Nee, das, aber das stresst mich zu sehr, weil du kannst echt jeden Augenblick sterben, musst von vorne anfangen. Ja, wenn du dann schon so weit bist, weißt du, da hast du dich organisiert. Ich denke mal jedes Mal, ich komme eh nicht so weit, ich mache keine großen Spirenzchen, ja, weil ich eh gleich sterben werde. Und bei Sims ist es ja irgendwie anders, da stirbst du nicht so schnell. Und deswegen war Zomboid nicht mein Ding. Also dein Loot kannst du aber behalten, wenn du quasi in der Welt neu spawnst mit einer neuen Figur, dann echt? Sind die Sachen noch da. Aber dein Charakterfortschritt ist natürlich weg, also so, deine ganzen Skills und so. Nee, das stresst mich, auch so Ballerspiele, das stresst mich. Wenn das aus allen Ecken Zombies kommen und ich auf die ballern muss, sonst bin ich tot, das stresst mich. Aber ich mag es sehr. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es sehr. Ich brauche so Spiele, wo ich Pause drücken kann, wie City Skylines oder Pokémon-Spiele, wo das ja auch nicht um Zeit geht und so. Sims kannst du Pause machen. Aber das ist mir eine. Hör auf, ey. Na gut. Tut mir leid. Aber red gern weiter. Alles gut. Aber red gern weiter. Nee, ich wollte es nur mal ansprechen, weil mir das aufgefallen ist. Ich war so verwirrt. Hä? Tino, eine Stunde das gespielt? Was da los? Aber insgesamt, ja. Ja. Bei City Skylines müssten jetzt schon fast 100 Stunden sein. Oh. Das ist schon hart. Das ist viel. Hau rein, Alter. Oder? Aber war es schon, also, nee, war nicht 100 und nicht ganz. Aber nee. Im Vergleich zu richtig krassen Gamern ist das nichts. Mach dir keine Sorgen. Ich habe es auch schon eine Weile, aber trotzdem. Also selbst ich, also ich möchte wetten, irgendwie bei Magic Arena hätte ich irgendwie 1000 Stunden drin oder so. Ich meine, das gibt es jetzt auch schon 5 Jahre oder so. Und es läuft auch, wenn dann echt viel im Hintergrund oder parallel, wenn man irgendwie Videos schneidet, weißt du, läuft das so, dein Gegner macht einen Zug, du drückst eine Taste, dann okay, schneidest du hier weiter. Dann, okay, wieder eine Taste drücken, so. Das ist halt ganz geil. Aber, also ich kenne auch von Mauritz, bei dem ich ja zum Polterabend gehe, der hat irgendwie 10.000 Stunden in WoW und sowas, weißt du, das ist ja nicht. Ja, gut, wahrscheinlich. Wenn du seit 10 Jahren spielst oder so, regelmäßig, ja, keine Frage. Naja gut, wer auf jeden Fall nicht 10.000 Stunden in WoW hat, sondern auf seinem Stream-Kalender, ist Amorant, eine der größten Streamerinnen weltweit und auch brustmäßig wahrscheinlich eine der größten, denn die hat auf jeden Fall immer Ausschnitt, aber muss den jetzt gar nicht mehr tragen, denn was ist passiert, Tino? Ihr Ehemann, den sie alle Brüste aufgeploppt, heimlich mehr oder weniger hatte. Ihr Ehemann hat sie mehr oder weniger genötigt dazu, zu streamen. Ja. Und das bis zu 16 Stunden am Tag. Die sind seit 2016 verheiratet gewesen. So wirklich wusste das keiner. Das ist halt ihr Twitch-Bild. Das ist schon. Also ihr Twitch-Bild, da sieht sie halt literally aus wie ein Penis mit unten Hoden dran. Ja, das ist sehr übertrieben, ey. Naja, ja, ist nicht mein Ding, also weiß ich nicht. Ja, aber also, wie gesagt, ihr Ehemann hat sie genötigt, sich so zu präsentieren, sagt sie halt. Also manche Sachen davon kann man jetzt nicht bestätigen. Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja auch okay, wenn sie das selber machen möchte. Es ist so okay, wenn er sie zwingt dazu. Ist ja okay. Das ist okay. Nein, aber wenn sie das selber machen möchte, ist ja auch okay. Klar. Ich kann mir nicht, ja, also, sie macht jetzt erstmal eine Pause, ja. Hat sich wohl von ihrem Mann getrennt. Das kam vor 6 Tagen raus, also kurz nachdem wir aufgenommen haben, hat sie einen Stream gemacht. Da hat man den Ehemann auch am Telefon gehört. Und wie gesagt, er hat sie halt gepressured, immer knapp bekleidet, ganz viel zu streamen. Also er war im Prinzip ihr Zuhälter, mehr oder weniger. So. Und sie hat halt die Kohle rangeschafft, bis zu 16 Stunden Stream am Tag und so. Und jetzt hat sie sich davon losgelöst. Sie hat gedroht, ihren Hund umzubringen, wenn sie das nicht macht, hat ihr die Tür eingelatscht, sodass sie das Zimmer nicht mehr abschließen konnte und so. Und jetzt macht sie eine Pause. Nee, das ist eine ganz entspannte Atmosphäre gewesen. Normale Beziehung. Ja. Aber es ist natürlich schade, wenn es dann so enden muss, ne? Ja, und jetzt überlege ich mir, ob ich nicht auch sowas inszenieren kann, weil das ist medial sehr krass durchgepeitscht worden. Also muss auch deine, dass ich sage, Tino hat mich immer gezwungen, Podcast zu machen und hat mir die Tür eingetreten.
Ihr müsst wissen, also ich halte immer eine geladene Pistole immer in Robins Kopf, wenn wir hier aufnehmen, damit ich auch endlich einen Podcast habe. Kannst du gerne machen, also ich gehe gerne für dich in den Knast, Robin. Okay. Sehr gerne. Kein Problem. Also ich glaube nicht, dass der groß Konsequenzen davon tragen wird tatsächlich, also keine Ahnung, wie gesagt, sie macht jetzt erstmal indefinitely eine Pause, aber irgendwann kommt die bestimmt nochmal zurück. Gab es nicht auch so eine Streamerin oder YouTuberin, bei der es Gerüchte gab, dass sie entführt worden ist und sie für so einen Typen immer Videos machen muss und sie aber manchmal so Morse-Codes geschickt hat? Ja, genau, true, das haben wir ja auch berichtet. Es war so eine dunkelhaarige, relativ dünne, wo man dann irgendwie hinter der Kamera, sie hat da so ängstlich Richtung Kamera geguckt und haben die Leute dann so... Ja. Was aber dann doch nur ein Spiel irgendwie gewesen ist, ne? Oder das hat sie wohl so ein bisschen inszeniert. Boah, das weiß ich leider nicht mehr. Oder nicht dementiert so richtig. Da müsst ihr jetzt mal 150 Folgen zurückspulen. Ja, kann sein. Haben wir schon mal besprochen tatsächlich. Ja. Aber fuck, ich wollte gerade irgendwas ganz Wichtiges sagen. Ah, fuck. Ja, dass Honey Fair jetzt 1 Euro kostet. Ja, Honey Fair, das geht mir richtig ums Sack. Das ist die Meldung der Woche. Das ist eh frech, oder? Ach, auf so Autobahntoiletten, ist egal. Ich hab's nur überprüft. Es war vor allem nicht wichtig. Es war überhaupt nicht wichtig, aber in meinem Kopf war es halt witzig. Die Vorstellung, dass Amorant jetzt, keine Ahnung, 2 Monate Pause macht und dann wiederkommt, Rollkragen, Pullover, weißt du, komplett dick angezogen, eine Brille auf. Hallo Leute, wir machen hier meinen Literaturkurs oder was weiß ich. Heute nehmen wir Kant durch, aber nicht meine Kant. Ja. Immanuel Kant. Genau. Irgendwie sowas. Und keine Poolstreams mehr, wo man sich irgendwie auf irgendwelchen komischen, laufblasbaren Dingen rekelt. Sich so völlig neu erfinden. Das wäre cool. Da wäre für mich tatsächlich die Frage, wie viele Leute würden da noch bleiben? Weißt du? Also, das ist ja eh immer... Für mich ist das so ein Ausschlag gegen das Ding. Würde ich Content auch gucken, wenn es jetzt keine... Frau wäre oder kein, weißt du, also so ein bisschen losgelöst. Ja, aber Rollkragenpullis sind doch auch extrem sexy. Also ich finde Rollkragen, ich finde Rollkragenpullis mega heiß. Du bist ja abartig. Und gerade, echt so. Rollkragenpullover? Naja, so, wenn so gerade so weibliche Personen so dann so ihren Hals bedeckt haben und so ein bisschen keusch aussehen. Ist das hier Scharia-Law, was du ausgibst? Nein, gar nicht. Die Frau soll sich völlig verhüllen, das ist nein, so geil. Nein, ich sag nur, wenn je ich... Je weniger man Frau sieht, desto geiler. Nein, aber gerade Rollkragenpullis sind ja auch manchmal sehr eng anliegen. Das hieß ja manchmal auch dann so die Brüste hervorquillen. Mhm. Das wäre auch wieder eine Form von Sexiness, weißt du? Mhm. Und ich finde es halt relativ hot. Aber auch bei Männern auch. Rollkragenpullis finde ich einfach mega heiß. Mhm. Und noch ein Sakko vielleicht drüber, so mit solchen hier Ellbogenschützern. Also ich sage, es sieht halt schon irgendwie adrett aus, aber heiß weiß ich nicht. Das ist jetzt, gleich ein also Ding ich, von mir. Für mich ist es halt so das Ding, weil ich habe ja bei Waldorfmädchen explizit den Rollkragenpullover erwähnt im Text, weil ich das halt so witzig finde. Also für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, sowas anzuziehen, weil dieses Gefühl hier, der Hals so zu, ich mag das voll. Ekelhaft. Ja. Ich war auch als Schüler immer so mit irgendwie entweder ein Palituch, als noch okay war, die zu tragen, Schals oder halt Rollkragenpullis. Ich war in der Schule immer mit Rollkragenpulli im Winter. Wieso ist das eigentlich nicht mehr okay? Ich habe auch seit 10 Jahren oder so die Idee, Uncharted in Real Life zu machen. Und der hatte halt im dritten Teil auch so ein Ding. Und ich habe so ein Tuch da oben liegen seit Jahren. Und irgendwann mache ich bestimmt mal Uncharted in Real Life. Ich hätte halt 5 Palli-Tücher, so schwarz-weiß, das ist ein rotes, ein blaues, lilanes und so, und noch ein gelbes, glaube ich. Und ich habe mein erstes Geschenk bekommen von einem Punk aus meinem Dorf, einer Punkerin aus meinem Dorf. Und meinte so, ja, du bist ja auch links, ne, und so, da haben wir uns mal so unterhalten und getroffen. Da hat sie mir ihr Palli-Tuch geschenkt. So, das war halt ein Zeichen von links sein, gegen Nazis, gegen Antisemitismus. Und nach so, weiß ich nicht, ein paar Jahren, als ich dann mal mit meinem Palli-Tuch in irgendeiner Studiekneipe war, dann wurde ich fast rausgeschmissen, weil die meinten, es wäre antisemitisch. Wusste ich bis dahin nicht, weil es halt ein palästinensisches Symbol ist. Und Palästina gegen Israel und so. Ja, ja, aber da, gut. Daher kommt das wohl. Aber das ist ja auch so eine Geschichte. Wer ist denn da jetzt der genaue Übeltäter bei Israel und Palästina? Selbst das in Frage zu stellen, Robin, ist schon antisemitisch, das weißt du ganz genau. Ja. Nee, also ich... Aber ich bin Kanye West, zu dem ich gleich perfekt überleiten kann, also... Also ich trage jedenfalls keine Palli-Tücher mehr, seit diesem Abend nicht mehr. Ich habe es eingesehen, dachte mir, okay, wenn es bedenklich ist, dann mache ich es halt eher nicht. Aber ich brauche jetzt was Neues. Ich brauche quasi, seitdem suche ich neue Tuchvarianten, die meinen Hals perfekt verdeckt. Ich finde, Schals sind scheiße. Mhm. Ich brauche neue Tücher, aber die aber nicht Palli-Tücher sind. Ja, dann schwierig. Schwierig. Kanye West.
Der ist nicht so schwierig. Kanye West hat auf jeden Fall auch ein großes Problem mit Juden, aber ich glaube, trotzdem ist er Israel-Befürworter, weil ich habe einen Kommentar gelesen, ein weiterer Beweis, dass du für die Konservativen alles so antisemitisch sein kannst, wie du willst, solange du Israel unterstützt. Das ist damit okay. Halt da bleiben, die Juden wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Denn Kanye West, der jetzt übrigens nur noch Ye genannt wird, also Yay. Kein Kahn mehr, das hat er wahrscheinlich an Kani wiederum abgegeben. Weil er möchte jetzt nur noch Ye genannt werden und weil das erstens dumm klingt und zweitens eher dumm ist, werde ich das nicht tun. Dann werde ich ihn jetzt einfach... Deadname? Ich deadname diesen Künstler jetzt. Das geht gar nicht. Ja, ich nenne jetzt den Kanye West. Oder Kanye Ost für uns vielleicht. Kanye Ost. Kanye Ost. Ja, der Kollege hat auf jeden Fall in mehreren Talkshows und Sendungen, Podcasts gegen die jüdischen Medien gehetzt. Ja, das, okay, komm, das ist eindeutig antisemitisch. Also weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das, ich glaube schon auch. Aber zu unterstellen, dass die Medien von Juden gelenkt werden, das ist doch, weiß ich nicht, Verschwörungstheorie. Das Level ist der Einstiegskurs, ne? Ja, es ist nicht Einstiegskurs, es ist schon mittendrin. Das ist schon eigentlich hier Exodus so. Da bist du bei Attila Hildmann und Wendler auf der Freundesliste. Ja. Er hat es ganz, ganz schwer, weil die jüdischen Medien sind alle gegen ihn und haben sich gegen ihn verschworen und die sabotieren seinen Präsidentschaftsrun und er konfrontet die jetzt hier ganz, ganz früh und called die out, ja, ich zitiere ihn jetzt hier an dieser Stelle, damit er ganz früh die so richtig in die Ecke boxt, sehe ich kommen. Weil wenn man das nicht früh macht, dann wird man nicht Präsident. Außerdem gab es einen Clip aus diesem Interview, wo er, wie Cell, also das wurde auch bezeichnet, Cell ruft die Cell-Spieler aus, falls du es überhaupt kennst. Von Dragon Ball, hallo. Ja, und er sagt ja auch so, ey, ihr alle da draußen, kommt jetzt alle her und kämpft gegen mich, ja, kämpft gegen mich, boxt mich um und wenn ihr das nicht macht, dann haltet die Schnauze. Ich sehe schon Will Smith auf ihn zurennen, so. Ja, ich sehe es auch schon. Aber was ich da auch wieder kritisch fand, das war halt fast so ein Leroy-Format. Da wurde nämlich nicht irgendwie... Also der Podcast hat dann am Anfang eingeblendet, was ihr jetzt hier hört, ist nicht unsere Meinung. Aber das wird alles nicht so wirklich angefochten, was er da sagt. Während er irgendwie 2 Stunden über die jüdischen Medien am Ranten ist. So, infolgedessen hat er auch über George Floyd gesprochen. Ja, wir kennen ihn ja. Da hat er gesagt, dass der Polizist gar nicht das Knie auf dem Hals hatte und er an Fentanyl gestorben ist. Und daraufhin hat ihn die Familie von George Floyd, und das finde ich sehr interessant, jetzt auf 250 Millionen verklagt wegen Diffamierung. Aber das ist in Amerika tatsächlich so noch nicht wirklich vorgekommen. Das ist ja Diffamierung gegen eine Person, die gar nicht mehr lebt. Und wie das jetzt gehandhabt wird. Aber bei diesem Verschwörungstheoretiker hier Jones war das doch auch so, dass die Kinder ja auch schon tot waren. Ja, aber die Scheiße erzählt. Da ging es ja auch darum, dass die Familie darunter gelitten haben, dass diese ganzen Verschwörungsassis dann halt die terrorisiert haben. Ja, aber George Floyds Family. Deine Kinder sind gar nicht wirklich gestorben. Aber George Floyds Family kann ja auch darunter leiden, dass er so einen Scheiß erzählt. Ich würde es vergleichen. Ja, es ist ein ähnlicher Fall, aber ich glaube, es ist auch anders, weil. Der sagt ja nicht, dass George Floyd nicht gestorben ist. Der sagt ja nicht, dass es ein Hoax ist oder so. Der sagt nur, er ist an was anderem gestorben. Ach so. So. Aber da sagen ganz viele Untersuchungen was anderes. Ja, also Kanye West, der hat psychische Probleme, ganz klar. Und auf jeden Fall, wie heißt das? Gibt es das überhaupt in Deutsch? Bestimmt. In Deutsch heißt es bestimmt einfach Größenwahn, aber Illusions of Grandeur heißt es, glaube ich. Pure Madness, sag ich. Gibt es eine Magic-Karte, ich liebe diese Phrase. Ich glaube, mindestens das hat der. Aber kommt das denn eigentlich her, dass wenn du irgendwas nicht geil findest, wie die Medien zum Beispiel, wenn die sich verschworen haben gegen dich, dass du auf diese Juden-Idee kommst? Wo kommt das her? Es war wahrscheinlich nicht seine Idee. Da gibt es diese ganzen Candace Owenses und Ben Shapiros, zu denen wir gleich kommen. Also heute ist die richtig jüdische Folge, du. Oh. Ben Shapiro ist Jude. Shalom. H3 kennst du vielleicht, ist auch Jude. Nee. Ethan Klein. Der war eigentlich früher auf YouTube so ein richtig gehypter Typ, so ein kleines bisschen das, was, bist auch zu jung für ein Videoabend, kennst du?
Ja, doch. So. Und ich bin hier jetzt raus. Genau, so. Videoamt auf internationaler Ebene, das war so ein bisschen, hat aber auch dann viel so Comedy-Zeug gemacht, aber halt auch so Leute outgecallt, als das noch nicht so wirklich viele gemacht haben. Mit iDubbbz, mit Content Cop und so. Also es noch cool war, jemanden zu outen und outzucallen und so. Ja, und dann zu sagen, hier, guck mal, was der da wieder für eine Scheiße macht, aber halt auch hier Vape Nation und so, ist er ganz viral gegangen. Also so Vape-Leute parodiert und so. Und Videoabend, aber gibt's den eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich habe den mal verfolgt eine Zeit lang tatsächlich. Ja. Ich habe den völlig vergessen. Keine Ahnung. Genauso wie Katzenjens. Katzenjens. Das war mein erster YouTuber, den ich geschaut habe. Und das war so ein Typ, der halt Katzenliebhaber war. Der sah aus wie so ein Jens, echt. Der war so Anfang, Mitte 50 oder Ende 50. Und hat halt so Lebenstipps gegeben. Du kennst ihn? Ich kenne, da gab es halt rund um Videoamt auch so eine kleine Bubble einfach aus so kleinen deutschen YouTubern. Da gab es dann Mauerunkraut, Kleines Mariechen hing da auch ein bisschen mit drin, Jagdwurstmadel, Voodoo-Panz, Katzenjens auch. Ah, wusste ich gar nicht, dass sie, aber stimmt, da war irgendwas zwischen den beiden. Ich dachte auch, dass Katzenjens wohl irgendein Problem hatte und das Videoabend darauf reagiert hat oder das aufgegriffen hatte irgendwie. Aber das ist ja ewig, das war echt meine ersten YouTube-Erfahrungen. Ganz andere Zeit gewesen, ganz komisch irgendwie. Dann hat sich Katzenjens irgendwie dann irgendwann verabschiedet von seinem Kanal und war dann so ganz böse und so, ja, wenn hier nur Hate-Kommentare kommen oder irgendwas war dann. Das wollte ich nämlich gerade sagen, all diese Leute, die ich gerade aufgezählt habe, haben aufgehört, Videos zu machen. Oh, ich google jetzt mal Katzenjens, was aus dem geworden ist. Ey, das war mein erstes Abo damals, Katzenjens. Gott, oh Gott. Oh, der mag Katzen, das muss guter Content sein. Naja, ich war so auf YouTube, hab mir einen Account zugelegt, was wird mir vorgeschlagen? Katzenjens. Und dann bin ich da drauf gegangen und dachte halt irgendwie, cool, der war auch cool. Also. Der hat noch einen Blog. Der internationale Katzenjens Ethan Klein. Schön. Um den es ja eigentlich ging, der Dualbürgerschaft hat, einmal Amerika, einmal Israel. Also heute ist wirklich die große Judenfolge. Stimmt. Ich wittere fast eine Verschwörung. Nein, der hat aber etwas relativ Kritisches gesagt und wurde daraufhin auf YouTube gesperrt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo, weil ich habe seine Kanäle gefunden. Er hat ursprünglich halt H3, ich hasse dieses Aussprechen, Alter. Das ist richtig hart. H3. Hat der H3 Productions und dann den Podcast und dann noch Ethan und Hila irgendwie mit seiner Frau. Diese drei Kanäle sind aber gerade alle da, aber irgendwie wurde er halt, darf er nur nichts posten oder so, ich weiß es nicht. Und zwar hat er gesagt, also der war früher auch schon so ein Edgelord, ja, aber jetzt, also in seinen editierten Videos früher, hat man das halt weniger gesehen, aber hat er auch weniger seine politische Meinung halt so reinfließen lassen. Und jetzt hat er halt einen Podcast, wo er 3 Stunden ungeschnitten labert. Das ist halt wie bei uns, weißt du? Da hört man erst, was wir für schlimme Antisemiten sind. Wahrscheinlich, ja, ja, klar. Nein, und da kommt halt jetzt seine Edgelord-Persona ein bisschen ihm in die Quere, denn er hat in einem Nebensatz quasi gesagt, Ben Shapiro, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, auch so ein Right-Wing-Kollege, wenn es einen zweiten Holocaust gibt, wünschte ich, dass er als erstes vergast wird. Das hat er gesagt. Und das fand YouTube nicht so geil. Ja, das ist so eine indirekte Volksverhetzung so ein bisschen. Und ist halt schwierig. Also ja, ist auf jeden Fall eine super kritische Aussage. Also wenn es eine gäbe, würde ich mir wünschen, er würde zuerst sterben. Also ist super kritisch. Mhm. Was es halt ein bisschen abschwächt, sag ich mal, ist, dass halt die beide Juden sind. Aber es ist halt trotzdem... Also es, halt, ich bin ein krasser Edgelord, ich sag das jetzt mal so, weißt du, aber... Ne, er ist vielleicht ein nützlicher Jude, ja, gab es ja früher auch im Dritten Reich, so die nützlichen Juden, die irgendwie Künstlerinnen waren oder so, die durften ja auch länger leben, wurden ja als Letzte verschleppt. Eieiei, ja, und das fand YouTube nicht so geil, aber wie gesagt, ich habe all die Kanäle gefunden, aber er hat es halt gleich wieder, er hat sich in die Opferrolle gestellt, was ich halt schwach finde. Wenn du schon Edgelord bist, musst du dazu stehen, dass du Edgelord bist. Ja. Und er hat sich halt hingestellt, hat gesagt, ein paar weiße Herrenrassler, White Supremacist, haben gelobbied. Und YouTube hat sich jetzt, hat ihn suspended. Ja, also gut, dumm. Gut. Also Ben Shapiro ist auch der Letzte, der ein geiler Typ ist, ja. Ja, ich aber ich würde ihm nicht sowas wünschen, aber wenn irgendwann mal ein Stromausfall ist, würde ich mir wünschen, dass er als allererstes betroffen ist. Ja. Damit der seine Scheiße nicht mehr posten kann. Oder wenn er aufwascht macht, dass ihm die Ärmel runterrutschen, so zum Beispiel. Das kann man ihm gerne mal wünschen. Das macht er bestimmt nicht selber.
Aber den hatten wir ja schon öfter als Thema, zum Beispiel mit P-Word und so, als er sich über Wet-Ass-Pussy beschwert hat. Ja, stimmt, Dass eine witzig. wette Pussy, dass das, er meinte, dass das ein medizinischer Fall wäre, wenn die Pussy, also seine Frau hat ihm gesagt, wenn die Pussy nass ist, ist das quasi ungesund. Das ist sehr smart von Ja. ihr. Wahrscheinlich, weil sie Bist du einfach nur ganz immer feucht? trocken ist, wenn die irgendwas mal miteinander machen. Und Ja, das ist gut so, Schatz, du musst das. Du bist ganz feucht, Schatz. da ist dann die Reibung besser. Hey, mein Bruder hat uns gerade besucht und du bist nass geworden unten rum. Ist da irgendwas? Geht da was? Nee, 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 das ist schlecht. Dann bin ich krank, wenn ich das habe. Ja. Genau. Also, Wet-Ass Pussy, Ben Shapiro hat sich darüber nicht gefreut, aber YouTube auch nicht. Wer sich auch nicht freut, das sind die Leute in Katar. Aha, die WM. Da bist du nämlich richtig gehypt drauf, Tino, Ja, weil also die fängt nämlich am 20. November schon an. Das schon, ist in einem Monat oder ja, so. ja. Ja. Nee, also es gibt wohl jetzt irgendwelche Auflagen für die Berichterstattung zur WM und darf wohl nicht kritisch berichten. Und wo sind jetzt hier die Regeln? Die habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, die haben. Hab's mir nicht aufgeschrieben, scheiße. Aber jedenfalls ging es darum, dass sie wohl alles genehmigen lassen müssen, was sie berichten, und dürfen nicht in irgendwelche Innenräume sein, dürfen keine Menschen in Katar interviewen, ohne zu fragen. Das hat mich gerade getrollt. Ah, Ich kenne mich ja. ja mit Facebook nicht aus. Ich habe Nee, jetzt auf da geht's Tinos nicht Handy weiter. rumgespielt und da ist so ein typisches Ah, hier. hier klicken für das nächste Bild, aber es war halt einfach so ein Pfeil auf dem Bild und Tja. es ging kein nächstes Okay, Bild. Boomer. Und zwar, die Auflagen sind, ein strenger Regelkatalog wird geplant und wer berichten will, muss diesem zustimmen. Das ist die erste Regel. Kein Film in privaten Räumen. Also KatarInnen und GastarbeiterInnen dürfen dort nicht gezeigt werden. Warum, verstehe ich nicht. Keine Drehs in Gebäuden. Dazu zählen Regierungsgebäude, Universitäten und Und wenn Krankenhäuser. sich der Ball dreht, ist das auch verboten? Das auch, ja. Okay. Und gilt auch für Privatunternehmen. Videodrehs sind dort auch untersagt. Also man darf echt fast nichts machen und Darfst quasi nur den Rasen filmen. Und den Ball gelegentlich. So alle 5 Sekunden. Okay. Und ich frage mich halt, also, wer hält denn das für eine gute Idee jetzt immer noch? Also, und was würde das eigentlich kosten, diese, ich weiß nicht, wer das organisiert, die UEFA oder so, was würde die das denn kosten, wenn die jetzt diese WM einfach absagen und machen jetzt spontan einfach, wie wäre es denn, guck mal, man sagt einfach, man mietet sich so Dorffußballplätze, zum Beispiel in Schöndorf. Schöndorf zum Beispiel und so Weimar und so kleinen Städten. Lassen da die WM-Spiele machen, aber geheim. Das wird vorher nicht gesagt, sondern die haben halt so einen geheimen Spielplan und machen dann irgendwie, drehen die das und übertragen das live. Oh. Oder übertragen das ersten Tag ein paar Stunden später, damit halt keine Fans kommen und supporten damit halt die kleinen Dörfer in Deutschland. Wäre Zum witzig. Beispiel. Kleine Dörfer in Katar gibt's halt nicht. Katar ist ja quasi schon ein kleines Dorf. Katar ist halt, weiß ich nicht, halt eine fucking Diktatur und fucking Da ist Geld irgendwas. geflossen, Tino. Die haben sich das rechtmäßig erkauft. Also dürfen die jetzt auch ihre WM da Ich ausklamüdeln würde mit auch ihren 40 € Sklaven. zahlen, damit die in Schöndorf spielen. Also ich habe ja gehört, dass sich die Umstände etwas gebessert haben in Katar für die Arbeitersklaven. Aber ja, ist trotzdem alles so eine schwierige Sache. Ich habe halt gesehen, Die dass kriegen das. jetzt ein Pflaster, wenn sie auf Ist das dem. immer so gewesen, dass eine WM immer nur einen Monat geht? Das fühlt sich für mich irgendwie sehr wenig an. Keine Ahnung, frag mich Weil nicht. WM, da sind auch bestimmt wieder irgendwie 64 Mannschaften mindestens dabei. Und dann ist da jeden Tag ein Spiel. Oder Aber am mehrere Ende Spiele. sind ja auch Pausen zwischen den Spielen, weil die Mannschaften Ruhepausen brauchen. Aber ich dachte, es Alleine sind irgendwie mehrere Spiele am Tag, oder? an Parallel? einem. Ah, stimmt, ja, okay. Ein Monat kam mir irgendwie einfach ein bisschen wenig vor. Ich Aber werde wie okay. immer kein Spiel gucken, es ist mir scheißegal. Aber kurz vor Weihnachten ist Finale. Oh, cool. Was ist, wenn Deutschland gewinnt? Werde ich dann irgendwo lesen auf Facebook oder so? Wahrscheinlich, ja. Du wirst es dann hier berichten. Ich bleibe bei Wrestling, tut mir leid. Also Das ist immer noch ich spannender. weiß, ich weiß, wie Deutschland gewinnt. Pass auf. Der Klose oder wer auch immer da gerade ist, der Ballack, Ballack und Kahn, der geht da genau. vor und sagt zu der Person gegenüber, zum Libero der anderen Mannschaft, I fuck you right here. Und dann gibt er auf. Es gab mal eine TV-Sendung oder so eine Kinderserie, die hieß Manni der Libero. Und die haben wir uns mal in der Schule angeguckt, als wir Sporttheorie hatten. Also so ein paar Ausschnitte zumindest. Und da haben die echt nackte Kinder gezeigt.
Dann, da gab es auch so Duschszenen von so Wie Jugendlichen. ist das genau? Manni, der Libero. Und da gab es ja echt so Szenen in der Duschkabine von diesen Jugendlichen, wie die da duschen. Da haben die echt auch die Pimmel gezeigt von den Jugendlichen. Da war ich ein bisschen schockiert. Als Jugendlicher schon. Hat dich das beeinflusst? Ich bin davon schwul In deinen geworden. Vorlieben hatten die untenrum nichts an, aber obenrum Rollkragen Das kann sein. zufällig? Klar, alle Fußballer kämpfen ja mit Rollkragenpullis auf dem Platz und unter der Ja. Dusche. Ich weiß nicht, wo das herkommt, keine Ahnung. Aber ich habe damals auch als Jugendlicher manchmal so Mangas und Comics ge gezeichnet. Also scheiße natürlich, weil ich kann nicht zeichnen. Aber die Charakter, die ich am besten fand, hatten immer Rollkragenpullis an. Echt, ja? Ja, wirklich. Oder Okay. bei Sims Rollkragenpulli. Habe ich getragen ganz Shit, oft. Tino. Ich Eieiei. habe auch drei zu Hause. Aber ich trage sie Eieieiei. ehrlich gesagt selten, das stimmt. Hast du einen lila Pullover zufällig? Ich habe ein lila, aber so ein Hoodie. Ah, okay, ja, das hatte ich im Kopf. Ich habe drei schwarze Rollkragenpullis. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich jetzt diese Geschichte hier erzählen sollte oder sie mir aufheben sollte. Für den Stream am Mittwoch. Ja, ich heb's mir lieber auf. Okay. Weil du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, weil ich habe ja auch überlegt, was kann ich erzählen, was A, der Chat noch nicht weiß und B, im besten Fall auch die Leute, die vor Ort sind, nicht wissen. Ich habe eine Story und die müssen ja peinlich sein. Oder können peinlich sein, oder wie ist Ja, das? peinlich, komisch, kriminell, Okay. irgendwie interessant halt. Okay. Nicht einfach, yo, ich war mit meiner Mutter essen oder so. Damit ihr wisst, worum es geht, am Mittwoch machen wir, oder erzähl du, es ist dein Format, Ja, am erzähl du. Mittwoch gibt es endlich mal wieder eine neue Folge zu Intim, wenn nicht irgendwie alle Stricke reißen, aber ich habe schon einige Zusagen und so viele sollen es ja nicht werden. Denn das letzte Mal habe ich 9 Leute zu Gast gehabt und das war zu viel. So, und diesmal halt 4 oder 5 maximal. Und da geht es darum, private Stories von den Leuten über Ja-Nein-Fragen zu erraten und da kommt immer sehr weirder Shit bei raus. Und ich mach mit, hey! Ja, ich freue mich sehr. Mittwoch, 20 Uhr, einschalten. Yes. Wo wir am besten auch einschalten, ist beim neuen Trailer von Silent Hill Remake, Tino. Silent Hill Hab ich 2 wird gesehen. geremaked. Hab ich Hast du gesehen. wirklich gesehen? Ja, Ja, wirklich. wie kommt's? Wir hatten damals im Jugendclub immer so Filmabende und haben wir auch einen Horror Ach geschaut. so, ja gut, den Film hast du gesehen. Ja. Aber ursprünglich ist das ja eine Ach Spielereihe. so, ich dachte, der Film wird Es kommt auch ein geremaked. neuer, es kommt auch ein neuer Silent Hill Film, aber die. Also der erste Silent Hill Film war ganz okay. Der zweite war absoluter Abfuck und jetzt kommt wahrscheinlich ein dritter, so wie ich es mitgekriegt habe. Aber die Filme interessieren mich halt nicht. Silent Hill 2 war halt schon ein absoluter Classic. Kennst du ja, ich übelst geiles Spiel. Geiles Spiel, wie diesem ruhigen Hügel da, wo die immer da rumhüpfen, die Teletubbies. Ja, geiles Spiel. Ja, Silent Hill kennt man aus meinem Skandalvideo. Da frage ich nämlich eine Frau, deine Brüste, würdest du sie eher bezeichnen als irgendwas oder Silent Hills? Ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber. Ja, ich weiß halt nicht, das waren halt 2 Spiele. Das Ach egal. so. Silent, ja, ist egal. Silent Hill 2 wird geremaked und ein neues Silent Hill kommt auch raus. Silent Hill Cool. F, ganz komisch. Silent Hill groß geschrieben, kleines F. Also gab es schon A, B, C, D, E, jetzt kommt F. Ja, oder keine Ahnung, die hatten Internetausfall und der Chat spammt mal wieder. Keine Ahnung, aber Silent Hill 2, das ist schon echt ein starkes Ding. Also das war so oberflächlich ein Horrorspiel, aber unterschwellig kannst du so viel da rausholen, was irgendwie. Also den Pyramid Head kennst du vielleicht, oder? Nee. So ein Typ mit einem übelst langen Schwert und halt wirklich so ein riesen Metallding auf dem Kopf und so. Glaube ich nicht. Okay, und diese ganzen Gestalten sind halt von der Hauptfigur quasi so Manifestierungen von Unsicherheiten oder von Hass und so und sexueller Frustration und so. Das ist richtig gut gemacht. Kann man auf jeden Fall richtig viel rausholen. Aber ja, freuen sich die Leute drauf. Freuen sich die Leute drauf Also und du ich mich halt nicht so. auch. Du Doch, freust dich dann voll. vielleicht mehr auf das Resident Evil 4 Remake. Auch nicht gespielt. Ich hab drei Steam-Spiele, Robin. Ja. Und ich kann was anfangen mit Spielen, die so auf der PS2 waren. Da habe ich einiges gespielt. Und 3, 4 und so. Ich sag's ja auch nicht für dich jetzt explizit, sondern weil es halt Ach schon die so. Leute, ist Ach ja so. Brennpunkt Internet und das Internet freut sich sehr darüber. Ich muss sagen, dieses ganze andauernd Spiele remaken, das ist irgendwie nicht so geil. Also werden die 20er Jahre wahrscheinlich so erinnert werden. Ach ja, das war die Zeit, wo wir alles zweitverwertet, drittverwertet haben. Cool. Also jetzt in den Medien zumindest. Aber Resident Evil 4 ist auf jeden Fall mit Abstand mein Lieblingsteil gewesen, schon immer. Und da bin ich mildly intrigued.
Also es ist wirklich fast das gleiche Spiel, so wie es aussieht, aber halt grafisch sehr krass aufpoliert und wahrscheinlich hier und da kleine Verbesserungen. Also ich freue mich auf, wie heißt das? Hogwarts Legacy. Das wird richtig cool. Das Das kommt will für die mir Switch MCM raus. tatsächlich geben, weil er es irgendwie für PS5 kauft und automatisch kriegt man die PS4-Version da mit. Ich weiß nicht, Ah. ob das so funktioniert, aber er hat dann gesagt, dann kann ich das auch spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das an seinen Account gebunden ist, aber dann werde ich das vielleicht auch frisch spielen, wenn das rauskommt. Das wäre geil. Wir haben es auch schon vorbestellt und ich bin ja ein Harry Potter Head geworden, so in den letzten Jahren. Das wird, glaube ich, mein Ding. Es kommt im Mai raus. Ich Ah, dachte im Mai. irgendwie Ach, im am Mai, das dauert ja noch 12. übelst Mai lange. oder so. 12. Mai. 10. Februar steht hier. Das war, glaube ich, Oder ist die das... erste Ankündigung, dachte ich. Ach, ich verwechsel das gerade. Ich glaube, ein anderes Spiel kommt am 12. Mai raus. So wie Breath of the Wild oder so, Teil 2. Ah, Das dann war es heißt, das. Breath Okay. of the Wild 2 heißt aber nicht so. Das Ja, heißt es das heißt eigentlich irgendwas anders. Tears of the Kingdom. Ja, kann sein. Das kommt am 12. Mai raus. Stimmt. Und Legacy, sorry, ich hab's vertauscht. Ja. Legacy kommt dann im Februar raus. Im Februar. Ja, dann bin ich gespannt, ob ich das dann da auch spielen kann, weil Neupreis mir das holen, da, ja, da fliegt mir die Buchse weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sich geil für Chatsplay eignet. Wenn, kannst du nicht nur Steuer absetzen oder so, wenn du sagst, dass du arbeitest ja damit Ja, oder aber so? von der Steuer absetzen bringt ja nur was, wenn du so viel verdienst, dass du überhaupt Steuern bezahlst. Ach so, okay. Also, das ist ja, Steuerabsätze heißt ja nicht, dass du Geld geschenkt bekommst. Nee, stimmt. Ich dachte, du kannst Sachen so geltend machen, aber ich weiß ja nicht, was für Steuergrenzen du da hast. Ist ja auch immer sehr verschieden. Ja, ich bin ein armer Schlucker, aber dafür bezahle ich halt Das selten Steuern. Ein Jahr ist musste ich gut. halt mal was zahlen, aber gut. Ich muss auch eine Nachzahlung Das war machen, ja, so dann ein halt auch Scheiß. nichts. Ja, das sind auf jeden Fall die tollen Remakes, die es so gibt. Da freuen wir uns doch alle drauf. Tino ganz vorneweg. Wer sich auch vorneweg freuen kann, ist Putin, denn es gibt ja dieses Kriegsverbrechertribunal, ne, in Den Haag. Und eigentlich kümmern die sich ja eher so um kleine Fische von Kriegsverbrechen. Also zumindest heißt das Ja, so. die Und Fische, die gehen mir schon seit Jahren auf den Sack, Alter. Ich war auch an der Ostsee, hab da einen gesehen, der hat wieder seine Steuern nicht bezahlt, ne? siehst du, und die kommen dann vor den Haag, die kleinen Ja, Fische. Genau. Schweine. Und die großen kommen meistens, entweder kommen die da davon oder werden gleich von den USA hingerichtet. Aber bei Putin ist es wohl so, die haben jetzt wohl, also es ist nur ein Screenshot, den ich gesehen habe, ne? Aber das Parlament hat wohl bestimmt in hier Niederlande, Ja. dass sie wohl tatsächlich Putin anklagen wollen Der wird für bestimmt den. erscheinen. Der kommt Naja, bestimmt und sagt dann, ah, Herr Richter, tut mir leid, sorry, my bad, kommt nicht mehr der kriegt vor. eine Ladung, dann muss er da hinkommen. Der kriegt eine Ladung von ganz vielen Boys. Nee, genau. Da freut sich der Herr Putin bestimmt. Nee, eine Vorladung. Nee, Der ich glaube, homophobe Sacktreter. es wird eher so kommen, dass er den Krieg verliert. So, also im besten Fall, er dann von den gegnerischen Kräften der Opposition gefangen genommen wird, kommt dann vor Den Haag und wird dann quasi da verurteilt. Das ist wohl der ideale Weg. Also ich würde sagen, die Strafe für Putin sollte sein, einen Rollkragenpullover aus Filz anzuziehen. Heiß. Wird mir ganz warm um die Ohren. Um den Hals vor Ich allem. will kurz die Meldung vorlesen und zwar Den Hals, das ist doch da, wo der auch angeklagt den wird. Haag, genau. Ja. Und zwar Samuel Ramani hat einen weißen, hieß ein Häkchen bei Twitter, Na dann muss der die Wahrheit sagen. hat gepostet: Breaking, also brechend. The Dutch Parliament votes in support of the creation of a special tribunal in Den Haag to prosecute Russian military and political leaders Ja of invading gut. Ukraine. Ja gut, da sind viele, viele abschwächende Sachen jetzt drin gewesen. Also sie haben gewotet. Das ist schon mal, sie haben erstmal nur gewotet und dann Abgestimmt. ein solches ins Leben zu rufen, ja, ein Tribunal. Und dann guckt man mal noch was daraus. Das Also das ist dauert noch 5 Jahre. aber schon ein wichtiger Wegweiser, ne? Hätten ja auch sagen können, wir halten uns erstmal vollkommen raus, er weiß, wer gewinnt am Ende und was so alles Ja. stimmt. Die haben jetzt gesagt, nö, wir haben jetzt schon mal gesagt, wir haben abgestimmt, wir sehen vor, ein Tribunal zu eröffnen, was dann russische Kriegsverbrechen dann da auch aufklärt und bestraft dementsprechend. Mit einem Galgen oder so. Ja, ich glaube, das wird so ähnlich wie bei Trump, um auch noch mal hier unsere kleine Amerika-Fahne rauszuholen, denn der wurde jetzt auch geladen, ja, vom es gibt da ja so ein Special Committee für das January the 6th Verbrechen, da diesen Mob in das Kapitol reinzulotsen.
Das ist ja nur eine von, keine Ahnung, 20 verschiedenen Anklagen, die da gerade im Hintergrund passieren. Er hat ja Dokumente geklaut und so, also mitgenommen und verschiedene Sachen. Und für eine davon wird er halt jetzt gerade geladen. Und zwar die Dokumente muss er bis zum 4. November und die Deadline ist dann am 14. November. Und die Midterms sind vorher noch am 8. November. Das heißt, die quasi zwischen den 4 Jahren Präsidentschaftswahl sind ja dann immer 2 Jahre, wo Haus und Senat gewählt wird. Und das ist dann jetzt direkt am 8., also in 2 Wochen. Und da befürchtet man, dass die Demokraten Haus und Senat verlieren können an die Republikaner. Und genau, das liegt halt genau dazwischen. So, aber... Also zum einen glaube ich, wenn er da erscheint, weil er so ein großes Ego hat und sagt, ey, ich muss mein Ego streicheln und gerade vor die Kameras treten, die hier gerade meine Anhörung, bei der er unter Eid aussagen muss, was ja auch ein heiliges Ding ist, ja. Wenn er dem nicht widerstehen kann, dann wird das meist übertragene, gesehene Fernsehevent des Jahrzehnts. Da kann die WM sich wegscheißen. Wenn Trump vor Gericht steht und sich jedweden Fragen stellen muss. Das wäre cool, ja. Und man kann ja die Aussage verweigern, so, dann sagt man, I plead the fifth, also das fünfte. Ich plute am fünften. Genau, ja. Das fünfte Amendment quasi. Ich muss mich nicht selbst belasten. Genau, ja. Und zwar hat er gesagt, Leute, die das machen, sind schuldig. Das hat er irgendwie vor 6 Jahren genau, oder so mal gesagt. Genau, wer nichts zu verstecken hat, der muss auch nicht schweigen. Genau so. Und, aber wenn er da hinkommt, dann müsste er das eigentlich relativ oft machen, weil er sich sonst einfach so hart belastet. Und das wäre halt witzig zu sehen. Also ich glaube, wenn das passieren würde, wäre das meistgesehene Live-Event aller Zeiten. Aber ich glaube, das wird wieder tausendfach aufgeschoben. Genau wie jetzt hier diese Putin-Sache. Das wird aufgeschoben und ja, hier, ich gehe in, was weiß ich, wie das alles heißt, Revision oder sowas. Oder Olif Karim, der wird ja auch das Verfahren nach hinten geschoben. Das ist ja auch schon ein Jahr her oder ja, so. Ja, klar. Ja, geil. Ach, ich denke nicht, also ich glaube, dass Trump sein Ego nicht streicheln muss. Ich glaube, dass der eher nicht auftaucht aus Angst. Würde ich ihm eher zutrauen. Ja, da sind ja jetzt auch wieder tausend Sachen drumrum mit, oh ja, da ist jetzt so eine Boeing 747 aufgetaucht bei ihm irgendwie, die gerade gewartet wird. Die hat eine Reichweite von 4.400 Meilen. Da wird jetzt auch vermutet, dass er vielleicht doch plötzlich weg ist, weißt du? Mal gucken. Das ist ja schon ein bisschen sass. Halt, das ist halt so vieles nichts, leider. Also ich halte euch gerne auf dem Laufenden, wenn es mal was Konkretes gibt. Und Robin, die Hölle ist zugefroren. Die Hölle? Die Hölle ist zugefroren, okay. Denn es ist krass, aber in China werden mehr Kinder erwünscht. Oh nein. Es ist völlig umgeschlagen, ja. China war das Land mit der höchsten Geburtenrate und dann gab es diese Ein-Kind-Politik und so. Wenn du mehr hattest, dann gab es Strafen und andere Repressalien und so weiter. Und jetzt ist die Geburtenrate wohl so niedrig, dass sie jetzt Werbemaßnahmen ergreifen wollen, um die Vermehrung zu supporten, tatsächlich. Weißt du, was die machen könnten? Ficken. Die könnten den pakistanischen Finanzminister engagieren. I fuck you right now. I fuck you right here. Und dann macht er das halt einfach mit den ganzen chinesischen Frauen. Aber wäre das nicht krass? Es ist nicht krass. Ich meine, ich bin groß geworden mit dieser Ein-Kind-Politik. Also ich bin groß geworden, das wurde uns in der Schule immer vermittelt. So ja, groß, 1,70 würde ich sagen. Ich bin nicht groß geworden, aber 1,76. Ja. Ja, und jetzt haben die zu wenig Kinder. Das ist doch total krass. Ja, die brauchen neue Leute, die so verheizen können. Das kann sein, ja, ein paar mehr. Oh, na, ist egal. Aber ich meine jetzt so dieses, als es die Ein-Kind-Politik gab, gab es auch schon explosionsartige Anstiege von den Geburtenraten. Also immer noch. Es hat dann nicht so viel gebracht. Dann gab es die nicht mehr. Und jetzt hören die auf zu bumsen. Ich glaube, die wollen was Verbotenes machen, die Chinesen und Chinesinnen. Du musst das wieder verbieten und sagen, nee, Kinder machen ist wieder verboten. Und dann rahmen die wie die Kanickel, sage ich dir. Ja, China ist ein wunderschönes Land einfach. Die brauchen quasi einen China-Ersatzverkehr. Der kam gerade so spontan. Das war mein Gag für die heutige Folge. Danke. Ja, liebe Leute, wenn ihr was tun wollt für China, dann reist nach China und bumst ein paar Menschen, die gebärträchtig sind. Vielleicht könnte das ein Geschäftsmodell sein, dass man sagt, hey, ich bin ein potenter Mensch, ich gehe hier rum, I fuck you right there.
wenn die mir den Anflug bezahlen, dann fliege ich auch nach China und lasse ein paar kleine Tinos da. Die unterwandern dann das System. Ein paar Winnie-Tinos. Ich sehe dann, die schon mit Molotow-Cocktails vorm Parlament stehen. Das habe ich noch nie gemacht. Na gut, sind wir durch. Was für ein Peter Fox willst du in deine Liste tun? Genau. Ey, wir können auch noch die Woche bewerten. Ach, nö, machen wir heute mal nicht. Ach so, okay. Ja, Liz Truss fand ich, war auf jeden Fall ein Highlight, was ein bisschen nach oben pusht. Ja, bisschen. Also es ist witzig, dass auch Boris Johnson direkt wieder irgendwie zur Wahl steht, aber... Ja, noch nicht, er hat nur seinen Hut in den Ring geworfen, so. Ja, aber wer sonst, weißt du? Das ist irgendwie ein Land mit, was weiß ich, wie viele haben die? Die haben bestimmt 60 Millionen Einwohner oder sowas. Elton John. Ist der nicht eh hier zum Ritter geschlagen worden, zum Sir? Ja. Wenn Elton John Premierminister wird in Großbritannien, dann läuft das, sag ich dir. Da singt ein paar schreibt ein paar persönliche Hits für das Land. Dann geht's wieder in den nicht Brexit, sondern Break in quasi und zurück in die EU und alles ist gut. Oder er wird König. Oder beides. Ich glaube, das geht leider nicht. Der hat kein königliches Blut, der hat schwules Blut. Es ist egal. Hallo. Aber er ist trotzdem zum Ritter geschlagen worden. Es scheint nicht so schlimm zu sein in Großbritannien. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Lass doch einfach King Charles hier abtreten und dann wird Elton John Premierminister und König gleichzeitig. Okay. Zack, meine Lösung für alle Probleme in Großbritannien. Was war noch groß? Sonst nichts eigentlich, ne? Außer hier deine der komische... Der Penis vom Pakistani. Also für den gibt es auf jeden Fall einen Punkt extra. Dann haben wir Amorant. Aber insgesamt... Eine 4, oder? Ja, Kanye West labert halt auch nur. Ja, jetzt, ich bin gewillt, eine 4,5 zu geben. Okay. Weil dieses Video mit dem Finanzminister ist halt schon einfach gut. Will ich mir auf jeden Fall noch angucken. So, also. Unsere Playlist, die nennt sich Brennholz unter Musik, Link ist in der Beschreibung. Unsere Spotify-Playlist. Und ich mache auf jeden Fall einen Peter Fox-Song rein, glaube ich. Und zwar... ich mache einen alten Song rein, um wieder reinzukommen in seine Diskografie. Komm mal, in seine große Diskografie. Ja. Du machst einen Song rein, da hat man ein Zehntel des Albums gehört. Ein Zwölftel. Und zwar Stadtaffe. Das ist der Song, den ich am geilsten vom Album finde. In die Brennholz-Untermusik-Playlist. Peter Fox, Stadtaffe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich da schon überhaupt was an den White Stripes drin hatte. Kannst du mal gucken, weil die habe ich diese Folge erwähnt. Natürlich. Wenn ich das noch nicht habe, muss das dringend passieren. Und da mir letzte Woche dieser Fauxpas passiert ist, ein Lied einzufügen, was schon drin ist, das darf nicht nochmal passieren. Das ist richtig unangenehm. Nee, du hast nur von Jack White was drin. Aha, perfekt. Dann nehmen wir jetzt hier und ich nehme etwas Unbekannteres. Ich könnte jetzt natürlich hier Seven Nation Army und so. Nein. Blue Orchid, nein. Auch ein richtiges Brett, aber nein. Wir nehmen Rag and Bone. Rag and Bone, yes. So geil. Die haben auf demselben Album Songs, die ähnlich klingen. Bone Broke, Rag and Bone. Bone, 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 Bone. Ja, geboned wird nämlich auch vom... pakistanischen Finanzminister, und zwar right here. Right now. Okay, Leute, dann war's das an dieser Stelle. Wir bedanken uns für euer Zuhören und wünschen einen gesalbten Tag. Wir steuern echt auf die 180 zu, ne? Wir müssten eigentlich in zwei Wochen, glaube ich, oder? Wir müssten echt so eine Autofolge machen, wie wir im Auto sitzen oder so, oder keine Ahnung. Bobbycar. Irgendwas Lustiges. Oder ein Atrium in so einem Ding, was sich so bewegt. Ja, wird aber auch teuer, ne? Das ist auch teuer, 60 Euro oder die Stunde oder so. Oder wir machen 180-Grad-Wendung, wir reden rückwärts. Na, wir kriegen da schon was hin. Wenn ihr eine Idee habt, was wir machen können zur nächsten Jubiläumsausgabe, schreibt uns. Und die 200 wird auf jeden Fall eine Live-Ausgabe. Die 200 wird, das wünscht sich diese sehr, das wird eine Live-Ausgabe mit Publikum. Und die 300. da springen wir dann aus dem Flugzeug dabei oder so. Da kommen ja keine Fragen, ob wir das machen können. Aber, willkommen, saftiges Aloha. Aber fällt ja auch nicht lange, es sind ja vielleicht so. Ja, aber wir können ja beim Hochfliegen, weißt du? Ach so, dann die letzten 3 Minuten. Ja. Okay, das ist witzig. Ja. Dann, liebe Leute, schaltet Nosterafu TV ein, nee, Robin Nosterafu bei Twitch. Oh ja. Am Mittwoch, 20 Uhr. Und hört euch unsere intimen Geschichten an. Das müsst ihr sowieso immer machen. Das lohnt sich immer. Ganz toll ist das. Esst mehr Lasagne zum Frühstück, kann ich nur raten. Ja. Gut, die Musik hörst du? Ja, übrigens, Alter. Das ist leider nicht Peter Fox. Nee, noch nicht.